auf der Bahn 6 sehen wir Anita Blersch vom TSV Brandenburg und Marieke Meyer von der TG Frankenthal. Das also unser Aufgebot, 800 Meter Finale, weibliche Jugend U16 und Smilla Bauer, die lässt hier von Beginn an nichts anbrennen, auf den ersten 100 Metern schon an der Spitze des Feldes. Schauen wir mal, wo sie sich hier gleich ausgangs der Kurve einsortieren wird, wenn alle Athletinnen auf die Innenbahn einziehen dürfen. Da staut es sich jetzt erstmal. Alles dicht beisammen und da schläft das Tempo schon wieder ein wenig ein da auf der Gegengeraden. Smilla Bauer mit der 418 vorneweg. Johanna Göring, ungültiger Versuch. Also es bleibt spannend im Hochsprung. Da sehen wir Smilla Bauer auf der Innenbahn, die Favoritin des 800 Meter Finals mit 2:15:25, die schnellste der Meldelisten. Aber hier ist noch nichts entschieden, auch Nila Folgoso-Weigmann an ihrer Schulter läuft hier ein sehr achtsames Rennen, bereit jederzeit zu reagieren. Sollte hier eine der Kontrahentinnen zucken, 300 Meter sind es noch und das gesamte Feld ist hier dicht beisammen. Da laufen die Athletinnen auf Bahn 2 und 3 raus, nebeneinander, Schulter an Schulter. Und Smilla Bauer ist bemüht, da die Oberhand zu behalten. Hier sehen wir sie auf der Innenbahn, Smilla Bauer und Nila Folgoso-Weigmann. Das sind die zwei, die sich da vorne jetzt absetzen. Da kann am ehesten noch Ruby Wohlfahrt mithalten. Das jetzt das Trio da vorne weg auf den letzten 100 Metern. Smilla Bauer sucht die Flucht nach vorn. Nila Folgoso-Weigmann an ihrer Schulter. Und es ist Smilla Bauer. Und da kommt von außen nochmal Ruby Wohlfahrt stark auf. Auf den letzten 50 Metern. Kann sie Smilla Bauer dann nochmal gefährden? Nein, kann sie nicht. Smilla Bauer wird deutsche U16-Meisterin über 800 Meter, 2:16:23, die inoffizielle Siegerzeit.